Liebe Mike-Online-Talkerinnen, ich möchte Sie mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Jaschke und ich habe das Vergnügen, heute zusammen mit meiner Co-Präsidentin, der Maria Panzer, diesen Mike-Online-Talk zu führen. Wir haben noch ganz tolle und spannende Referentinnen, die gleich Maria bzw. Maria Christina vorstellen werden. Und ich möchte kurz ein paar technische Hinweise geben. Das erste ist, dass wir diesen Mike-Online-Talk aufzeichnen, um ihn nachher in unserem YouTube-Channel, der ziemlich gut besucht wird, zu veröffentlichen. Wenn Sie nicht gesehen und gehört werden wollen, dann müssten Sie jetzt das Video bzw. das Mikro stumm schalten. Generell sind alle Mikros am Anfang stumm geschaltet. Wenn Sie eine Frage nach einer Präsentation im Anschluss haben, dann dürfen Sie das entweder über die Chat-Funktion machen, aber auch sehr gerne können Sie sich melden und live hier in die Diskussion mit unseren Referentinnen einsteigen, denn davon lebt ja dieses Format des Mike Online Talks. Dass wir in diesem Format weder sexistische noch rassistische oder andere Äußerungen dulden, versteht sich von selbst. Ich erwähne es trotzdem jedes Mal, damit keiner auf irgendwelche blöden Ideen kommt, und möchte damit auch gleich weitergeben an dich, liebe Maria, damit du unsere Co-Moderatorin und Referentin vorstellen kannst. Vielen Dank. Danke, Christoph. Ja, ich bin Maria Panzer. Ich begrüße Sie auch herzlich zum 11. Online-Talk zum Thema Expertinnen in eigener Sache, den Maria Christina Hallwachs moderieren wird. Maria Christina ist den Teilnehmenden an unseren Online-Talks sicherlich schon bekannt. Ich möchte sie aber trotzdem kurz vorstellen. Sie hat nicht nur Romanistik und Geschichte studiert, sondern auch eine Ausbildung als Peer-Counselorin gemacht und ist bis heute beratend tätig. Sie lehrt an der Krankenpflegeschule des Klinikums Stuttgart, hält Vorträge über selbstbestimmtes Leben, 24-Stunden-Assistenz oder Beatmung zu Hause. Sie gehört von Anfang an dem Mike-Beirat an und gestaltet den Kongress genau wie diesen Talk maßgeblich mit. Dafür vielen Dank, liebe Maria Christina. Im Programm steht auch die Dina Radke, die wir hier herzlich begrüßen. Sie wird aber heute eher in zuhörender Funktion dabei sein. Trotzdem herzlich willkommen, Dina, und vielen Dank, dass du auch diesen Talk mitgestaltet hast. Und jetzt übergebe ich das Wort an Maria Christina. Ja, lieber Christoph, liebe Maria, vielen Dank für die netten Worte zu meiner Person. Ich kann nur immer wiederholen, es macht großen Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, und nun darf ich als erste Referentin, Frau Held begrüßen. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Sie wird uns das Projekt Toiletten für alle vorstellen. Ich komme aus Stuttgart, also hier in Baden-Württemberg ist der Landesverband für Körper- und Mehrfachbehinderte mit der Frau Jutta Nagelsteidl, da super engagiert, und daher kenne ich das Projekt und finde das ganz toll und freue mich, dass Sie das als Sicht einer Mitarbeiterin der Stiftung Leben pur vorstellen werden. Es geht um Toiletten für Menschen, für die diese üblichen behinderten Toiletten, wie man sie so kennt, eben nicht ausreichend sind, sondern die einfach mehr Möglichkeiten brauchen. Und was das genau sein wird, werden wir uns dann ja hoffentlich vorstellen. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ein wichtiger Beitrag, den viel zu wenige Menschen bis jetzt überhaupt noch kennen und wo ja auch viel Gelder laufen, und es muss einfach bekannter werden. Das finde ich toll. Im zweiten Teil wird Frau Barbara Fiebig heute das Thema Peer Counseling, also Berat von und für Menschen mit Behinderungen, vorstellen. Wer sich ein bisschen in der Szene der Behindertenbewegung auskennt, kennt Frau Fiebig. Alter Hase darf man ja nicht sagen, das ist im Alter nicht ganz fair, aber sie ist einfach Expertin seit ganz, ganz vielen Jahren. Und ja, wer ein bisschen was kennt aus der Szene, sollte Frau Fiebig auch kennen. Insofern freue ich mich, dass sie vor allem so kurzfristig zugesagt hat. Dina, toll, dass du den Kontakt vermitteln konntest. Ja,
Wir sind gespannt auf den Beitrag. Im dritten Teil geht es dann noch zum Thema Scham. Scham in der Pflege. Und da wird Christoph Jatschke und ich werden gemeinsam so ein bisschen im Zwiegespräch sein. Denke ich, für alle Menschen mit Behinderung oder mit Assistenzbedarf wichtigen Thema, ein paar spannende Sachen sprechen. Und jetzt freue ich mich auf den heutigen Talk und gebe direkt weiter an Frau Held. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für die sehr nette Einführung, Frau Hallwachs. Mein Name ist Nadine Held. Ich bin Mitarbeiterin der Stiftung Leben pur im Projekt Toiletten für alle, arbeite seit circa 3 Jahren bei der Stiftung Leben pur und freue mich, ja, nun Ihnen das Projekt Toiletten für alle vorstellen zu dürfen. Ich switche schnell auf die PowerPoint-Präsentation. So, ich hoffe, Sie können alle die Präsentation gut sehen. Ansonsten bitte ein kurzes Handzeichen oder per Chat sich einfach gerne melden. Ja, Toiletten für alle ist ein Projekt der Stiftung Leben pur, Wissenschafts- und Kompetenzzentrum für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen mit Sitz in München. Ja, bevor wir starten, möchte ich Ihnen noch gerne kurz die Aufgaben und Ziele der Stiftung Leben pur vorstellen. Die Stiftung Leben pur ist bundesweit tätig und setzt sich für Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen ein. Motto und Ziel all unserer Bemühungen ist die Erkenntnis, dass das Leben von Menschen mit komplexer Behinderung lebenswert ist. Und im Einzelnen geht es eben um die Verbesserung der Lebensbedingungen und Lebensqualität von Menschen mit komplexer Behinderung, zum Beispiel durch die Suche nach praxistauglichen Lösungen oder alltagstauglichen Lösungen, unter anderem mit dem Projekt Toiletten für alle. Es geht um die Sensibilisierung der Gesellschaft für deren Belange, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Informationen, aber auch um die Sichtbarkeitmachung von Menschen mit komplexen Behinderungen. Es geht natürlich um die Ermöglichung von Teilhabe und das Umsetzen des Inklusionsgedankens sowie die Information der Öffentlichkeit über die Lebensumstände und Bedürfnisse von Menschen mit komplexer Behinderung. Und daneben macht die Stiftung Leben pur noch sehr viel mehr. Das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, aber auch zum Beispiel disziplinübergreifende Veranstaltungen wie Tagungen, Workshops und Seminare veranstaltet die Stiftung Leben pur. So haben zum Beispiel auch das erste Mal Corona-bedingt 2 Tagungen Leben pur Schmerzen und Essen und Trinken bei Menschen mit komplexer Behinderung in einem Online-Format stattgefunden. Und wir sind sehr glücklich, dass das soweit gut geklappt hat. Ja, was ist eine Toilette für alle? Das wurde ja eingangs schon von der Frau Hallwachs kurz beschrieben. Toiletten für alle sind barrierefreie Sanitärräume nach DIN 1840, welche zusätzlich zu der üblichen Ausstattung mit einer höhenverstellbaren Pflegeliege mit abklappbarem Seitengitter, einem Lifter, das kann ein Stand- oder ein Deckenlifter sein, sowie ein luftdicht verschließbarer Abfallbehälter ausgestattet sind. Ich habe im Folgenden einen idealtypischen Grundriss einer Toilette für alle mitgebracht, damit Sie sich das alle gut vorstellen können. Also hier sehen wir links zum Beispiel die Pflegeliege. Wir sehen auch eine Schiene, wo ein Deckenlüftersymbol dran ist und den luftdicht verschließbaren Abfallbehälter. Und wir sehen hier auch ganz gut, die Bewegungsfläche von 1,50 Meter ist gewährleistet. Das ist ganz wichtig, damit eben auch größere Elektrorollstühle gut in Toiletten für alle sich bewegen können und auch vor allen Dingen, damit genug Platz für den Wechsel vorhanden ist. Also sprich, wenn der Betroffene mit seiner Assistenz in die Toilette reinkommt, sodass er dann mit einem Liftertuch über diesen Lifter auf die Pflegeliege transferiert werden kann und dort auf der Pflegeliege dann der Wechsel der Inkontinenzeinlage erfolgen kann. Idealerweise empfehlen wir immer eine Raumgröße von 12 Quadratmetern. Es ist aber auch manchmal aufgrund der baulichen
Gegebenheiten nicht immer möglich, 12 Quadratmeter, dann machen wir es so, dass wir mit den Architekten, mit den Stadtplanern im Vorhinein die Pläne nochmal anschauen und hier Empfehlungen aussprechen, ob die Toilette für alle trotz allem möglich ist oder im Zweifel auch nicht möglich ist. Ja, hier habe ich ein Bild mitgebracht von der Toilette für alle in der Agentur für Arbeit in Regensburg, die vor knapp 2 Jahren eröffnet wurde. Hier sieht man schön, die Bewegungsflächen sind gegeben. Wir haben hier rechts im Bild eine Pflegeliege mit abklappbarem Seitengitter. Der luftdicht verschließbare Abfallbehälter hat sich etwas versteckt in dem Bild. Und weiter oben sehen Sie das Schienensystem, also sprich, es werden 2 Schienen an der Wand oder an der Decke befestigt und an einer dritten Schiene läuft dann dieser Deckenlift, diese Aufhängung. Das heißt, mit dem Deckenlifter kann wirklich jeder Punkt im Raum gut erreicht werden. Einerseits natürlich auf die Pflegeliege, wenn aber die Möglichkeit besteht, dass der Betroffene selbst auf das WC gehen kann, so kann hier eben auch auf das WC umgesetzt werden. Und zum Deckenlifter oder zum Standlifter, je nachdem, ist noch zu sagen, dass wir immer empfehlen, dass ein eigenes Liftertuch mitgebracht wird. Dies hat 2 Gründe. Einerseits die Hygiene. Sie müssen sich vorstellen, im öffentlich zugänglichen Bereich müsste dann wirklich nach jeder Benutzung das Liftertuch ausgetauscht werden. Das wäre ein sehr hoher organisatorischer Aufwand und sehr schwierig handelbar. Und andererseits auch das Thema Vandalismus. Wir möchten einfach nicht, dass die Liftetücher dann geklaut werden oder Missbrauch stattfindet. Ja, zusätzlich zu der bisher angesprochenen Ausstattung einer Toilette für alle gibt es Empfehlungen, zum Beispiel ein Dusch-WC für die Intimreinigung einbauen zu lassen in die Toiletten für alle, ein Deckenhaken zum Beispiel zum Einhängen von Strickleitern oder anderen individuellen Hilfen sowie einen Paravent zur Wahrung der Intimsphäre. Und was wir bei eigentlich jede Toilette für alle empfehlen, ist die Schließung mit einem Euro-WC-Schlüssel. Ich glaube, Sie kennen wahrscheinlich auch schon relativ gut den Euro-WC-Schlüssel oder einige von Ihnen. Der Euro-WC-Schlüssel ermöglicht das Aufschließen von barrierefreien Sanitärräumen in Deutschland, aber auch in Europa. Und das bietet natürlich einen großen Schutz. Einerseits natürlich das Thema Hygiene, sodass nicht jeder die Toilette nutzt, sondern wirklich nur die betroffenen Personengruppen. Aber andererseits auch wieder das Thema Vandalismus, damit hier eben nichts passiert und auch die besondere Ausstattung geschützt ist. Den Euro-WC-Schlüssel können Sie für ca. 23 Euro beim Club Behinderter und seiner Freunde in Darmstadt erwerben, gegen Vorlage eines Schwerbehindertenausweises. Aber es gibt auch im Internet noch einige mehr Büros, wo Sie den Schlüssel erwerben können. Die Zielgruppe sind Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, aber nicht nur, die eine Toilette nutzen, sondern auch Menschen mit sehr hohem Pflegebedarf profitieren von einer Toilette für alle. Menschen, die Inkontinenzeinlagen tragen oder katheterisiert werden müssen, zum Beispiel auch, wo die Blase ausgeklopft werden muss, ist die Pflegeliege sehr, sehr hilfreich. Aber auch Menschen mit hoher Querschnittslähmung, Schädel-Hirntrauma, Multipler Sklerose und Demenz. Mit Blick auf den demografischen Wandel kann gesagt werden, dass die Nutzung von Toiletten für alle im Laufe der nächsten Jahre wohl eher ansteigen wird. Ja, das war im Prinzip jetzt die idealtypische Ansicht, eine Toilette für alle in der Gesellschaft. Doch wie sieht die heutige Situation oftmals aus? Also wenn es nur barrierefreie Toiletten gibt, Gott sei Dank, aber für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung sind diese nicht nutzbar. Was passiert dann? Die Räume, die sie vorfinden, sind viel zu eng. Es gibt eine sehr, sehr schlechte Hygiene im öffentlichen Bereich oft leider. Und die Belastung der Helfer ist enorm. Sie müssen sich vorstellen, Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung müssen aus dem Rollstuhl auf den Boden einer öffentlichen WC-Anlage gelegt werden, damit die Inkontinenzeinlage gewechselt werden kann und auch wieder zurück. Das ist sehr, sehr rückenbelastend. Es ist kaum Privatsphäre möglich.
auch nur ein kurzer Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist möglich, denn die Inkontinenzeinlage muss dann nach 1 bis 2 Stunden wieder gewechselt werden und keine längerfristigen Aufenthalte sind dann leider möglich. Es ist eine menschenunwürdige Situation, die es oftmals leider noch heutzutage gibt. Ich habe 2 Bilder aus Großbritannien mitgebracht, wo wir genau diese Situation mit Betroffenen sehen. Wenn das Wechseln der Inkontinenzeinlage tatsächlich unvorstellbarerweise leider auf dem Boden einer öffentlichen WC-Anlage menschenunwürdig stattfinden muss. Diese Situation soll sich auf jeden Fall ändern und deswegen gibt es Toiletten für alle. Toiletten für alle gibt es auch in anderen Ländern, beispielsweise in Großbritannien. Das ist auch das Projekt Ursprungsland von Toiletten für alle. Dort sind Toiletten für alle, die dort Changing Places haben, schon viel weiter etabliert. Changing Places sind bereits im British Standard seit 2009 etabliert. British Standard ist ähnlich zu vergleichen wie unsere DIN-Norm für barrierefreies Bauen. Es gibt dort fast eine flächendeckende Versorgung mit 1520 Changing Places und daher ist es sehr erfreulich. Es gibt viele positive Berichte von Familien, von Behindertenorganisationen, von Betreibern. Menschen sind dort viel stärker sichtbar und die Teilhabe an der Gesellschaft ist so möglich. Ja, mögliche Standorte von Toiletten für alle können vielfältig sein. Das Wichtige ist eben, dass sie öffentlich zugänglich sind. Zum Beispiel in Fußballstadien, öffentliche Toilettenanlagen an allen verschiedenen zentralen Orten wie U-Bahnhöfe oder S-Bahnhöfe, auch Busbahnhöfe, in Museen, bei Ausstellungen, in Kinos und Theatern, in verschiedensten Freizeit-Tierparks, botanischen Gärten, in Schwimm- und Hallenbädern, in Einkaufszentren jeglicher Größe, in Bahnhöfen, in Flughäfen, an der Autobahnraststätte oder in Restaurants und Cafés. Und wir haben erfreulicherweise aber auch andere Erfahrungen noch gemacht, zum Beispiel im Eingangsbereich einer Kreissparkasse im öffentlich zugänglichen Bereich wurde eine Toilette für alle installiert und auch bei der VGH-Versicherung in Hannover im wirklich allgemeinen Eingangsbereich, bevor es durch irgendwelche Drehkreuze geht, wurde eine sehr schöne geräumige Toilette für alle installiert und da sind wir dann auch offen für neue Standorte, wenn die Betreiber dafür auch aufgeschlossen sind und die räumlichen Gegebenheiten vorhanden sind. Ja, in Deutschland gibt es mittlerweile 98 Toiletten für alle. Hier sehen Sie unsere Deutschlandkarte, wo alle aktuellen markiert sind. Wie Sie sehen, ist im süddeutschen Bereich schon relativ viel passiert, in Baden-Württemberg und in Bayern. Die Frau Halwachs hat es ja bereits angesprochen. Es gibt den Kooperationspartner, den Landesverband für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen in Baden-Württemberg, die sich sehr stark einsetzen für den Bau von Toiletten für alle. Und in Niedersachsen haben wir einen Kooperationspartner Intensivkinder zu Hause, die sich dort eben verstärkt in Niedersachsen für den Bau, Umbau, aber auch für die Beratung von Toiletten für alle einsetzen. Und es schwappt so langsam etwas Richtung Norden. Man sieht, es gibt jetzt eine Toilette für alle in Hessen, eine in Nordrhein-Westfalen, einige in Niedersachsen und die nördlichste in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Aber das Ziel ist natürlich eine flächenmäßige Abdeckung von Toiletten für alle. Da sind wir zielstrebig jeden Tag da dran und bestrebt, dieses Ziel zu erreichen. Aber wir freuen uns über die mittlerweile 98 Toiletten für alle natürlich auch schon sehr. Ja, kommen wir nochmal auf Bayern zurück. Hier gibt es 32 Toiletten für alle. Erfreulicherweise ist München mit 15 Toiletten für alle ein wichtiger Vorreiter in Deutschland, was die Großstädte betrifft, aber auch Stuttgart ist schon relativ gut dabei, ist jetzt nicht in Bayern, aber Nürnberg zum Beispiel mit 5 Toiletten für alle ist für seine Größe auch schon ganz gut voran und wir hoffen, dass es natürlich viele, viele Nachahmer gibt, dass viel mehr Städte noch nachziehen. Und dann gibt es natürlich noch viele
einzelnere Toiletten für alle, zum Beispiel im Kloster in Andex, am Flughafen in München, an der Schiffsanlegestelle, Herreninsel am Chiemsee, in Herrsching am Ammersee, aber auch in Kempten im Allgäu Art Hotel oder in Steingarten in der Bildungs- und Erholungsstätte Langau. Ja, in München gibt es 16 Toiletten für alle. Wir haben, weil es so viele inzwischen auch in München gibt und damit auch die Standorte weiterhin bekannt werden bei den Nutzern, eine Postkarte entwickelt und dieses Jahr auch aufgrund der Vielzahl der Toiletten für alle aktualisiert, erfreulicherweise. Also Sie sehen, es geht von der Allianz Arena bis über die Fraunhofer Straße. Hier sind viele S-Bahn-Bereiche auch mit abgedeckt. Der Massmannpark im Sperrengeschoss am Marienplatz bis zum Parkplatz am Tierpark Hellerbrunn gibt es erfreulicherweise schon Toiletten für alle. Wenn Sie Interesse an der Postkarte auch haben oder gerne weiter verbreiten möchten, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken. Die Adresse blende ich gerne im Nachgang ein. Ich habe im Folgenden noch ein paar Bilder mitgebracht, damit Sie noch ein paar Eindrücke von den Toiletten für alle Räume gewinnen können. Zum Beispiel ist das die Toilette für alle im Flughafen in München, eine sehr modern gestaltete Toilette für alle mit einem Deckenlüfter und Pflegeliege. Und hier links im Bild sieht man auch recht gut, dass Toiletten für alle inzwischen sogar weltweit gültige Senior mit dem Rollstuhlfahrer, der Assistenzperson mit der Liege angedeutet und mit dem Lifter, sodass wirklich auch die Nutzer vor Ort die Toiletten für alle gut finden können. Dieses Thema oder dieses Senior regen wir auch immer bei der Hinweisbeschilderung der Betreiber an. Das ist zum Beispiel eine Toilette für alle am Parkplatz Mühlbachweg in Bad Abbach. Die finde ich auch sehr schön gestaltet. Hier wurde ein Lichtkonzept gewählt mit indirekter Beleuchtung und der Architekt hat extra ein beruhigendes Waldbild an die rechte Seite anbringen lassen, weil Nutzer doch circa 20 bis 30 Minuten in einer Toilette für alle mit der Assistenz verbringen. Das ist eine ganz schön lange Zeit und deswegen finde ich das eine sehr nette Geste, dass der Architekt hier noch ein bisschen ein Wohlfühlambiente geschaffen hat. Und das ist die Toilette für alle im Zoo Osnabrück. Hier hinten sehen Sie, ist ein Standlifter, der aber genau vom gleichen Prinzip her funktioniert mit Einhängen des Lüftertuchs wie der Deckenlüfter. Und das ist eine sehr aktuelle Toilette für alle. Das ist die erste Toilette in einem Freizeitpark in Norddeutschland, nämlich dem Heidepark Resort in Soltau. Hier war eine Bestandsimmobilie im Prinzip in einem Aussichtsturm und zwei Räume wurden mit einem Durchbruch zu einem verbunden. Und wir sind sehr glücklich, dass der Heidepark dies ermöglicht hat, eine Toilette für alle einzubauen. Und dass somit ein entspannter Besuch im Tag wirklich für die ganze Familie, auch mit Geschwisterkindern oder auch sonstige Ausflüge für alle möglich sind. Ja, neben den stationären Toiletten für alle gibt es auch einen mobilen Toiletten für alle Container. Das heißt, der Toiletten für alle Container hat alle Ausstattung, die auch eine stationäre Toilette für alle hat, inne. Das heißt, er hat eine Pflegeliege mit aquaparmem Seitengitter, einen Standlüfter, natürlich auch ein Waschbecken und ein WC. Und kann für die verschiedensten Feste, Straßenfeste, Konzerte, Weihnachtsmärkte inklusive Sportfeste gemietet werden. Normalerweise ist er auch immer wirklich von Mai bis Dezember sehr gut gebucht. Also Sie sehen es hier links im Bild auf den Streetlife Festivals in München, auf dem Sommer- und Winterfestival in München, auf dem Oben ohne Open Air, auf dem Gäubodenvolksfest in Straubing oder auch auf dem Oktoberfest in München, um eben die Teilhabe an Veranstaltungen für Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung, aber auch Inkontinenzproblemen zu ermöglichen. Corona-bedingt ist er leider dieses Jahr zu Hause auf seinem Lagerplatz geblieben, aber wir drücken ganz feste die Daumen und hoffen natürlich sehr, dass sich das nächste Jahr oder spätestens das übernächste Jahr dann wieder ändern wird.
Und wir haben auch gemeinsam mit Firma Grimbold-Jodak aus Dischingen einen Toiletten für alle Container konzipiert, der die gesamte Ausstattung innehat und sogar das Qualitätssiegel innehat, sodass dieser wirklich von Kommunen, von Bauherren, von Städten, Gemeinden gekauft werden kann, um eben eine zukunftsfähige Lösung auch für die kommenden Jahre zu haben. Und genau, wenn es da Interesse gibt an Miete oder Kauf, können Sie sich natürlich auch jederzeit bei uns melden. Dann habe ich noch ein Beispielbild mitgebracht, wie es normalerweise... Darf ich kurz unterbrechen? Ich gucke nur auf die Uhr, wenn noch Fragen sind, dass Sie demnächst vielleicht zum Schluss kommen. Dass wir noch ein bisschen Moment für Fragen haben, das wäre super. Ja. Okay, kein Problem. Genau, das ist noch ein kurzes Bild vom Oktoberfest. Dann springe ich mal ein bisschen, nämlich neben der eigentlichen Arbeit, nämlich der Initiative, dem Einsetzen für den Bau neuer Toiletten für alle, ist auch ein ganz wichtiger Bereich unserer Arbeit die Öffentlichkeitsarbeit. Wie Sie hier sehen, zum Beispiel Toiletten für alle Eröffnungen. Hier gibt es auch immer die Möglichkeit, die Presse mit einzuladen und wir hoffen dann, dass darüber berichtet wird. Wir stellen natürlich auch die Information von Toiletten für alle auf der Webseite bereit und Sie können auch die gesamten Toiletten für alle unter dem Punkt Wo und Wie auf der Webseite finden. Und das Informationsmaterial hatte ich ja auch schon angesprochen. So, und genau das ist nochmal das Thema Berichterstattung, dass wir versuchen, auch das wichtige Thema eben in verschiedenen Fachmagazinen für Menschen mit Behinderung, aber auch in Sanitär- oder Architekturzeitschriften zu platzieren. Und über eine Berichterstattung im Bayerischen Rundfunk freuen wir uns natürlich umso mehr. Genau, wir sind auch in den Social-Media-Kanälen vertreten, in Facebook und Instagram. Da können Sie sehr gerne bei uns vorbeischauen und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo Sie einen 8-minütigen Dokumentationsfilm anschauen können. Auch auf Messen und Veranstaltungen sind wir normalerweise vertreten, wie zum Beispiel auf der Konsozial oder auf unseren Tagungen Leben pur. Und dieses Jahr war es, wie gesagt, nicht möglich. So haben wir einen virtuellen Toiletten für alle Messestand entwickelt und ich finde, der ist doch recht gut gelungen, auch wenn es mir natürlich sehr gefehlt hat, persönlich vor Ort mit dem Austausch und mit den Gesprächen. Und was noch vielleicht zum Schluss wichtig ist, es gibt am 19. November einen Welttoilettentag, der global auf das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitärausstattungen aufmerksam macht und deren Folgen. Denn auch Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung haben ja oft das Problem, aufgrund fehlender Ausstattung in menschenunwürdige Situationen zu kommen. Toiletten für alle sind die Lösung. Und so haben wir in den letzten Jahren eine Aktion gestartet, nämlich den Tag der offenen Toiletten für alle am Welttoilettentag. Da haben wir verschiedene Standorte geöffnet, auch für Interessierte, für die breite Öffentlichkeit, also nicht nur für Personen mit Euro-WC-Schlüssel, um die Aufmerksamkeit für dieses Projekt auch, oder die Sensibilisierung für dieses Projekt zu gewinnen. Dieses Jahr werden wir eine digitale Mitmachaktion starten am Welttoilettentag. Wenn Sie sich dafür interessieren, stellen wir die Informationen auf Facebook und auf der Webseite bereit. Und jetzt komme ich auch zum Ende, nämlich es gibt noch einen Toiletten für alle Adventskalender, auch jedes Jahr, wo wir hinter den verschiedenen Türchen, Toilettentürchen quasi, die Toiletten für alle verstecken, um eben auch nochmal die Standorte in den Köpfen zu etablieren, damit diese auch genutzt werden. So, nun bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Held. Überspannt, gibt es denn Fragen? Hat denn jemand eine Frage? Ja, Christoph. Ja, ich habe zwei Fragen. Ja. Einmal ist da ja noch ziemlich viel Luft nach oben, was die Zahlen zwischen Großbritannien und uns angeht. Woran liegt das, dass wir so wenig Toiletten für alle haben in Deutschland? Weil ich meine, das ist ja durchaus ausbaufähig. Und das Zweite,
die Postkarte finde ich natürlich ganz schick, aber im Zeitalter der Mobile Devices wäre ja so eine Toiletten-App, die gibt es zumindest meines Wissens für Normaltoiletten, wäre, glaube ich, auch ganz cool für die Betroffenen, dass man, wenn man irgendwie in München ist, nicht erstmal ins Internet und mach und tu, sondern über die GPS und Strukturen dann eben einfach sagen kann, okay, ich bin hier quasi in der Nähe und weiß, wo ich hin muss. Mhm. Ja, zu Ihrer ersten Frage. Das ist ja oftmals leider das Thema, das finanzielle Thema, wo wir uns schwer tun, tatsächlich die Betreiber davon zu überzeugen, wobei es eigentlich gar nicht so die großen Kosten sind. Also wenn Sie sich eine barrierefreie Toilette vorstellen, dann muss man nochmal circa 12.000 bis 15.000 Euro in die Hand nehmen, um Lifter und Liege einzubauen, was ich finde, was wirklich kein großer Betrag ist. Also wenn man denkt, was man damit für Möglichkeiten für Menschen mit komplexer Behinderung gibt. Also das Thema Finanzielle, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. In Baden-Württemberg gibt es ja vom Sozialministerium auch eine Förderung, glücklicherweise, so können auch noch mal mehr entstehen. Diese Förderung gibt es allerdings nur in Baden-Württemberg. Also das spricht, wir hoffen sehr, dass es natürlich in den nächsten Jahren noch auf die anderen Bundesländer überschwappt, sodass wir finanzielle Unterstützung bekommen und dadurch auch mehr Anreize bei den Betreibern einfach wecken können. Also das ist schon mit, ich spreche mit vielen Betreibern, die sagen, sie wollen, aber dann ist doch mit dem Haken immer mit, ach, dann funktioniert, hier müssen wir die Decke irgendwie nochmal stabilisieren und da noch Kosten und ja, wird oft auch vorgeschoben, muss man auch mal so vielleicht sagen, genau. Und ist aber natürlich, ist natürlich eigentlich ein Desaster, wenn man es mal sieht, im Zeitalter, wo wir jetzt diskutieren, ob wir moderne Verbrenner wieder mit Tausenden von Euros fördern, dass es nicht verpflichtend ist, dass jede Kommune ein bis zwei dieser Toiletten vorhält für ihre Bürgerinnen und Bürger. Also das hat mich wirklich erschreckt. Für jemanden, der es nicht braucht, ist es natürlich überhaupt nicht sichtbar, das Thema, aber mit keinen 100 Toiletten, wovon ja fast ein Drittel in Bayern sich befindet, finde ich, müsste man sich gesetzlich verpflichtet sehen, diese Dinge vorzuhalten. Richtig. So wie wir ja auch allen anderen Blödsinn vorhalten, den wir vielleicht gar nicht brauchen. Also wir sind auch, so wie der British Standard, da sehr nah dran mit dem Deutschen Institut für Normung. Also es gibt ja diese DIN 18040, die beschreibt, wie barrierefreie Toiletten aussehen, aber nicht Toiletten für alle. Und seit letztem Jahr gibt es aber einen Entwurf, der nennt sich DIN EN 17210. Und in diesem Entwurf sind Toiletten für alle tatsächlich integriert. Ich war auch letztes Jahr in Berlin, habe vorgesprochen, wir haben unsere Kommentare abgegeben. Dann wurde der Entwurf abgelehnt vom Deutschen Institut für Normung. Es ist aber auf europäischer Ebene dann wieder zurückgekommen, so dass wir momentan wirklich stark hoffen, dass dieser Entwurf eine Ergänzung dann wird zu unserer DIN 18040. Und damit hätten wir natürlich was an der Hand. Also natürlich ist es keine gesetzliche Vorgabe, eine DIN-Norm, aber eine deutliche Verbesserung. Wir hätten was an der Hand, wo wir dann nochmal auf die Bauherren, auf die Städte und Kommunen viel besser zugehen können. Definitiv, genau. Frau Panzer? Das ist ja wirklich ein ganz wichtiges Inklusionsthema, aber auch die Pflege müsste noch mehr davon erfahren. Also ich hatte mal ein langes Gespräch mit einer Pflegekraft, die in einer Kommune unbedingt so eine Toilette haben wollte und die Pflegekraft hat geschildert, wie schwierig das überhaupt ist. Aber er sagte, seit wir die haben, ist halt der Radius, indem ich Ausflüge machen kann mit meinen Klienten, ist deutlich größer geworden. Und also er hat mich da deswegen auch so überzeugt, dass das Thema auch immer wieder angesprochen werden muss, weil er sagt, man kann sonst wirklich nur eine Stunde vielleicht planen und danach muss man schon wieder nach Hause fahren.
Ja, richtig, absolut. Ja, das ist eine Frage, aber ich glaube, die Pflege müsste da auch noch viel mehr auch diese Forderung unterstützen, weil man dann viel mehr mit den Klienten auch unternehmen kann. Naja, ich meine, es ist ja auch strafbar, an den Baum zu pinkeln, oder zumindest ist es eine Ordnungswidrigkeit. Ja, und mich würde schon mal interessieren, wenn, also bevor man sich auf so einen unhygienischen Boden in der öffentlichen Toilette legen muss, was ja wirklich erniedrigend ist, also das ist ja unglaublich eigentlich, würde es mich mal wundern, was passieren würde, wenn jemand als Betroffener sich von seiner Assistenz oder Pflegekraft an den nächsten Baum rollen lassen würde, in die Seitenlage geht und dort mal im hohen Bogen an den Baum pinkelt. Ja, also ich finde das ein sehr wichtiges Thema und kann Sie nur unterstützen und dafür plädieren, dass Sie ordentlich Rabatz machen, weil es ist letztendlich ein wesentlicher Stein in der Teilhabe, natürlich auch dorthin gehen zu können, wo man will und auf dem Weg auch mal seine Notdurft zu verrichten. Also eigentlich ist ein Grundbedürfnis. Also da haben Sie meine komplette Toilettenfahne ist schon gehisst, das sage ich Ihnen. Das ist sehr nett, genau. Und ich sollte noch kurz auf Ihre zweite Frage, glaube ich, eingehen. Also eine App gibt es tatsächlich noch nicht, das stimmt, aber es gibt die Funktion, dass man sich mit GPS zu den Toiletten navigieren kann. Also wenn man auf die Webseite geht auf die Toilette, auf den Steckbrief, dann kann man sich dorthin navigieren. Und was vielleicht auch noch gut ist oder zu wissen ist, wir sind mit Wheelmap auch in engem Kontakt und dort pflegen wir die Toiletten für alle auch ein. Ich glaube, der Herr Rehfeld hat sich gemeldet. Das haben Sie gerade schon beantwortet, alles klar. Okay, gut. Ja, es tut mir leid, das hier so ein bisschen jetzt dann auch abbrechen zu müssen, weil, wie gesagt, ich finde auch, wir Betroffene müssen uns wieder dafür stark machen mehr. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man auf die Toilette muss, sondern wir müssen auch genauso dafür kämpfen. Deswegen finde ich das wichtig, dass das hier so groß zu Wort gekommen ist. Vielen Dank, Frau Held. Vielen herzlichen Dank. Und gebe dann direkt weiter an Frau Fiebig, die uns das Thema Peer-Counseling nochmal nahebringen wird. Dankeschön, Frau Fiebig. Ja, vielen Dank, Frau Halbachs. Sie hatten sich einen kurzen Input, einen kurzen Vortrag zum Thema Peer-Counseling gewünscht. Das mache ich für das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben behinderter Menschen. Das ist das Institut der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland. Das ist die Dachorganisation der Zentren für selbstbestimmtes Leben. Und BIFOS ist eines der Mitglieder bei der ISL. Seit 1994 führen wir Weiterbildungen zum Peer-Counseling durch. Als wir damit angefangen haben, wusste nicht jeder genau, wie man es schreibt. Also ich glaube, das Problem haben wir jetzt doch schon längere Zeit hinter uns gelassen. Und wer bei uns die Weiterbildung zum Peer Counselor absolviert hat, trägt dann den Zusatz Peer Counselor ISL, was damit deutlich wird, dass das also bei BIFOS gemacht wird und in einem bestimmten Zeitumfang, da komme ich dann später nochmal drauf zurück. BIFOS hat mehrere Angebote. Wir haben zum Beispiel eine Online-Akademie, wo man sich im Rahmen von E-Learning mit bestimmten Themen vertraut machen. Wir hatten ein Projekt Zeitzeugen mit Behinderung erzählen. Da kann ich vielleicht mal zeigen, da haben wir das natürlich jetzt seitenverkehrt. Da vorne ist die Frau Radke drauf. Das sind Interviews mit Aktivistinnen und Aktivisten der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Und auf unserer Webseite bei bifos.de haben wir insgesamt 50 Interviews von Menschen mit Behinderungen, die als Zeitzeugen berichten. Ja, Peer Counseling, was ist das? Ich würde hier vor allen Dingen auf drei Punkte kurz eingehen. Behinderte Menschen werden durch behinderte Beraterinnen bei der eigenen Problemlösung unterstützt. Es besteht eine Vertrauensbasis und eine Vorbildrolle
Wobei die Vorbildrolle oder man spricht auch vom Rollenmodell oder vom Rollenvorbild nicht so gemeint ist, dass man das, was also der Beraterin oder die Beraterin in ihrem eigenen Leben mit Behinderung gemacht hat, bewerkstelligt hat, erreicht hat, dass das im Prinzip der Weg ist, den dann auch die Ratsuchenden beschreiten sollen. Aber trotzdem spielt die Tatsache, dass die Beraterin oder der Berater selber mit Behinderung lebt, eine wichtige Rolle für auch die Frage der Identifikation mit Behinderung. Ganz wichtig ist uns auch, dass Peer Counseling für uns auch eine politische Dimension hat, weil die eigenen Probleme werden nicht nur als individuelle Schwierigkeiten gesehen, sondern auch als gesellschaftliche Probleme betrachtet. Das hat ganz viel auch mit der Haltung zu tun, die Peer Counselor in der Beratung anlegen oder anwenden. Oft kommen ja auch Menschen in die Beratung und haben also bestimmte Ansprüche, für die es keine rechtliche Entsprechung gibt. Und dann es besteht immer die Möglichkeit zu sagen, du oder sie, ihr könnt euch auch bei uns engagieren und damit, Moment, jetzt muss ich mal gerade hier, damit auch sich selber persönlich dafür engagieren, dass sich Dinge in der Gesellschaft ändern. Wichtig ist vielleicht, weil man das in der Literatur mitunter findet, als wenn das so gleichgesetzt wird, der Unterschied Peer Counseling, Peer Support. Peer Counseling ist eine klar strukturierte Methode oder auch Beratungsmethode, hat eine eigene Berufsordnung und Peer Support ist die gegenseitige Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. Es geht jetzt nicht darum, dass das eine wichtiger ist als das andere. Peer Support wird beispielsweise auch in der UN-Behindertenrechtskonvention erwähnt. Und oft ist der Peer Support für viele der Einstieg, sich dann weiter mit dem Peer Counseling auch zu beschäftigen und zu überlegen, wenn man diese Unterstützung erfahren hat, dann unter Umständen auch eine Weiterbildung zum Peer Counselor daran teilzunehmen. Sie wissen sicherlich, dass wir seit 2018 eine große Entwicklung hinsichtlich des Peer Counseling haben durch den Paragraph 32 des Bundesteilhabegesetzes, nämlich der Rechtsanspruch auf die im Rahmen der ergänzten unabhängigen Teilhabeberatung, die ja jetzt mit über 500 Beratungsstellen in bundesweit arbeiten und dort wird speziell auch gesagt, dass die Beratung von Betroffenen für Betroffene eine besondere Qualität darstellt. Wenn Sie hier an den Absatz 3 schauen, bei der Förderung von Beratungsangeboten ist die von Leistungsträgern und Leistungserbringern unabhängige ergänzende Beratung von Betroffenen für Betroffene besonders zu berücksichtigen. Das hat natürlich nochmal einen sehr, sehr großen Schub für das Peer Counseling ermöglicht. Wir haben bis 2017 alle zwei Jahre bei BIFOS eine Peer-Counseling-Weiterbildung mit 15 Teilnehmenden durchgeführt und führen jetzt zwei Peer-Counseling-Weiterbildungen pro Jahr durch, weil es durch die EOTB eine große Nachfrage gibt und vor allen Dingen gibt es jetzt eben auch verbindliche Einsatzmöglichkeiten, also ein Berufsfeld, eine Einsatzmöglichkeit für Peer-Counselor in diesen Beratungsstellen. Vielleicht kann ich hier an der Stelle auch noch mal ein bisschen auf die aktuelle Kontroverse eingehen. Dieser Absatz 3, unabhängig, also die Beratung von Betroffenen für Betroffene, führt im Moment in der Praxis dazu, dass unter Peer Counseling ganz, ganz viele verschiedene Beratungsansätze verstanden werden und vor allen Dingen von einigen Beratungsstellen oder auch von einigen Akteuren das so weit getrieben wird, dass für das Peer Counseling keine eigene Behinderung vorliegen muss, dass eigentlich jeder Peer Counseling Beratung machen kann.
weil man einfach sich sagt, man will eine moderne Beratungsmethode anwenden und das ist eben dann das Peer Counseling, die Beratung von Betroffenen für Betroffene. Und da ist es uns ganz wichtig, dass wir haben selber praktisch Grundsätze des Peer Counselings entwickelt und wir sagen da relativ vorne auch bereits in einem der ersten Absätze, wir behaupten nicht, dass Peer Counseling die einzige Möglichkeit ist, Menschen mit Behinderungen zu beraten. Und für uns wäre es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass auch Beraterinnen ohne Behinderung sich über ihre Beratungsmethoden, über ihre Beratungshaltung verständigen, dass sie dort auch Standards entwickeln, weil wir im Moment eigentlich in solchen Abwehraktionen sind und immer wieder darauf hinweisen, dass eben von Betroffenen für Betroffene natürlich kann das auch in anderen Zusammenhängen, also das Peer Counseling ist ja in den USA entstanden, zum Beispiel im Rahmen der Gruppen der anonymen Alkoholiker. Es ist also nicht nur für Menschen mit Behinderungen vorgesehen, aber es muss immer im Prinzip eine gleiche oder ähnliche Betroffenheit vorliegen. Und in dem Moment, wo ich die Auffassung vertrete, dass für das Peer Counseling in dem Zusammenhang, in dem wir jetzt hier sprechen, und in dem Zusammenhang der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung muss keine eigene Behinderung vorliegen. Damit wird im Prinzip das Peer Counseling in gewisser Weise überflüssig gemacht. Und uns ist es ein ganz wichtiges Anliegen, immer wieder dagegen zu halten und das deutlich zu machen, was eigentlich was das Peer Counseling ist. Die Methode nämlich besteht darin, dass wir eine Beratungsmethode anwenden. Das ist in ganz vielen Fällen, und so ist das Peer Counseling auch entstanden, lehnen wir uns an die Beratungsmethode der personenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers an. Es gibt aber durchaus auch andere Beratungsmethoden, die man dabei anwenden kann. Aber es muss auf alle Fälle, müssen Kompetenzen da sein, was Gesprächsführung und Beratungsmethoden betrifft. Und der spezielle Zugang zu den Problemen und Herausforderungen ähnlich betroffener Menschen. Und das beides zusammen bildet das Peer Counseling. Das heißt eben auch allein die Tatsache, dass jemand mit Behinderung berät, aber über die Beratungsmethoden nicht verfügen kann, ist auch noch kein Peer Counseling. Deswegen ist es uns so wichtig, dass eben auch eine Weiterbildung zum Peer Counseling erfolgt. Beraterinnen und Ratsuchende sind gleichgestellt, haben aber unterschiedliche Rollen und teilen doch ähnliche Lebens- und Diskriminierungserfahrungen. Also es muss beides zusammenkommen, eine fachliche Kompetenz hierzu an dem Beispiel der Beratungsmethoden und eine Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, mit der eigenen Beeinträchtigung. Man kann es vielleicht als Beispiel so sagen, wer seine eigene Behinderung nicht angenommen hat, nicht verarbeitet hat, wird große Schwierigkeiten haben, andere Menschen darin zu unterstützen. Und es geht auch, wie gesagt, nicht darum, dass der Weg, den man selber gegangen ist als Beraterin in der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung, dass der im Prinzip dem anderen, dem Ratsuchenden vorgeschrieben werden soll. Aber es gibt eben eine größere Vertrauensbasis. Und es ist auch nicht aus unserem Verständnis und ist auch bei der Peer-Counseling-Weiterbildung ist so, dass also Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen die Weiterbildung besuchen und wir nicht wie in diesem Selbsthilfegedanken, dass wir sagen, dass im Prinzip nur Personen, die die gleiche Beeinträchtigung haben, Peer Counseling anwenden können. Wie gesagt, Peer Counseling ist für uns auch ein politisches Konzept. Es trägt nämlich zur Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bei, indem es behinderte Menschen dabei unterstützt, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden und Initiative zu ergreifen, um Veränderungen in ihrem Leben anzugehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat also nichts mit Fürsorge zu tun, nichts mit solchen Ratschlägen, dass ich an ihrer Stelle würde mir das aber überlegen oder ich glaube nicht, dass das was für sie ist, sondern es werden die Ratsuchenden unterstützt, ihren eigenen Weg zu finden. Die Grundsätze des Peer Counseling, die sind natürlich sehr ähnlich mit Grundsätzen anderer Beratungskonzepte.
Es geht also um eine grundsätzlich wertschätzende Akzeptanz. Es geht um die größtmögliche Kontrolle über das eigene Leben zuzugestehen. Und das ist auch ganz wichtig, das Recht, Risiken einzugehen. Also keine fürsorgende, fürsorgliche Einstellung zu haben. Es geht um positive Rollenvorbilder. Und wenn Sie mal Zeit haben, sich unsere Zeitzeugen-Interviews anzugucken, dann können Sie an den Interviews auch sehen, wie wichtig das gewesen ist, in der Entwicklung der eigenen Identität als Mensch mit Behinderung positive Rollenvorbilder zu haben. Deswegen ist es für uns auch so wichtig, zum Beispiel auch Peer Counseling in Schulen anzubieten. Wenn jetzt zum Beispiel im gemeinsamen Unterricht in einer Klasse nur ein Kind oder ein Jugendlicher mit Behinderung ist, dann fehlt diesem oft das positive Rollenvorbild. Und deswegen ist es eben aus unserer Sicht auch ganz wichtig, bereits in der Schule solche Möglichkeiten zu geben. Dann hatte ich schon gesagt, die personenzentrierte Gesprächsführung nach Rogers bildet die Basis. Rogers auch deshalb, weil das eine Beratungsmethode ist, die sich nicht ausschließlich an Psychotherapien orientiert und eben auch Weiterbildungen anbietet für Personen, die nicht aus dem therapeutischen Raum kommen. Ganz wichtig ist das menschenrechtliche Modell von Behinderung. Es geht also nicht darum, dass Menschen mit Behinderungen Rechte zuerkannt werden, sondern es geht um die Grundüberzeugung und den Grundsatz, dass Menschen mit Behinderungen Inhaberinnen von Rechten sind. Und natürlich der Grundsatz, das Gleiche unter Gleichen zu sein. Dann vielleicht ein etwas längeres Zitat, was ich gerne hier vorlesen möchte, weil es nochmal deutlich macht, den Ansatz des Peer Counselings. Peter von Kahn, Peer Counseling, die Idee und das Werkzeug, ein Arbeitshandbuch von 1996. Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören und du fängst an, mir Rat zu geben, machst du nicht das, worum ich dich bat. Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören und du sagst mir, ich sollte so nicht fühlen, trampelst du auf meinen Gefühlen. Wenn ich dich bitte, mir zuzuhören und du tust etwas, um meine Probleme zu lösen, hast du mich im Stich gelassen, so komisch das klingt. Hör zu, alles, worum ich dich bitte, ist, dass du zuhörst. Und nicht sprechen oder machen, horchen. Rat ist billig, für eine Mark kriege ich in derselben Zeitung mehrere Ratgebertanten. Ich kann selber leben, ich bin nicht hilflos, vielleicht entmutigt und schwankend, aber nicht hilflos. Tust du für mich etwas, was ich für mich selbst tun muss und kann, schürst du meine Ängste und meine Unzulänglichkeit. Nimmst du einfach hin, dass ich fühle. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, Informationen geben kann ein Teil einer Beratung sein. Rat geben ist es nicht. Also Menschen, die zum Beispiel neu mit der Situation einer Behinderung konfrontiert werden, können sich oft vor Ratschlägen und Tipps nicht retten. Sie kriegen also, das hat schon oft den Charakter von Vorschriften. Und deswegen erleben wir das in der Beratung immer, wie erleichternd das ist, in einer Peer-Counseling-Situation einfach jemanden als ratgebende Person vor sich zu haben, die diese Haltung nicht einnimmt. Eine Peer-Counselorin dient als Vorbild durch seine oder ihre Anwesenheit. Für Ratsuchende kann es eine große Inspiration sein, auf Menschen zu treffen, die ähnliche Situationen erlebt haben und die dieselben Kämpfe, seien sie klein oder groß, schon ausgefochten haben. Erlebnisbetontes Lernen ist eine effektive Art, um Fähigkeiten und Ideen auszutauschen, mögliche Lösungen zu suchen und über persönliche Einstellungen nachzudenken. Anforderungen an die Peer Counselor, das ist auch im Prinzip jetzt ein Ausschnitt aus unseren Ausschreibungen für unsere Peer Counseling Weiterbildungen. Hatte ich schon gesagt, eine Behinderung muss vorhanden sein. Es sollte bereits eine aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung im Rahmen einer Weiterbildung stattgefunden haben oder geplant sein. Das heißt, man will ja andere Menschen beraten, deswegen ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung sehr wichtig. Es geht um das angemessene Einbringen der eigenen Gefühle und Erfahrungen, also nicht im Sinne von Vorschriften machen, ich habe das so und so geschafft und deswegen würde ich Ihnen das auch empfehlen. Und es geht um die sozialen Fertigkeiten und Interesse an anderen Menschen und ein gewisser Grad an innerer Unabhängigkeit.
Das kann zum Beispiel auch sein, dass es in meiner eigenen Biografie Themen gibt, die ich noch nicht für mich vereinnahmt habe, die ich noch nicht verarbeitet habe, sodass man dann zum Beispiel weiß, dass das auch Beratungsgegenstände sind, wo man dann vielleicht nicht beraten möchte. In der Peer-Counseling-Weiterbildung haben wir diese verschiedenen Themen, die in den Weiterbildungen behandelt werden, die Geschichte und Idee von Peer-Counseling, selbstbestimmt Leben, Bewegung und persönlicher Geschichte. So fängt man meistens an, dass man sagt, wo ist meine persönliche Geschichte und wo ist die Geschichte der selbstbestimmt Leben-Bewegung. Dann ganz wichtig die Selbsterfahrung, die Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung. Dann die Beratungskomplexe, Methoden A und B. Also Kommunikation und klientenzentrierte Gesprächsführung, aber auch eine Einführung in die systemische Beratung und in die systemischen Konfliktlösungsstrategien. Dann Beratungsmethoden C, persönliche Zukunftsplanung und als zum Abschluss persönliches Budget und persönliche Assistenz, Strukturen und Vernetzung sowie individuelle Hilfesysteme. Und was uns aktuell sehr beschäftigt, wir versuchen, Verbände zu motivieren, eine Peer-Counseling-Weiterbildung von Angehörigen für Angehörige zu initiieren, weil oft wird gesagt, dass nahe Angehörige von Menschen mit Behinderung könnten auch Peer-Counseling machen. Ja, das finden wir auch, aber für andere Angehörige und nicht für Menschen mit Behinderungen. Und es wäre also, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass hier auch, wenn Angehörige beraten, dafür auch eine gewisse Weiterbildung als die Grundlage bietet. Denn allein die Tatsache, dass Angehörige behinderter Menschen über große Erfahrungen verfügen, macht sie nicht zu Peer-Counselerin für andere Menschen mit Behinderungen. Deswegen Angehörige beraten Angehörige. Wobei, und deswegen könnte man gut voneinander profitieren und wir suchen einfach noch Verbände, wo die Interesse haben, sowas mal vielleicht mit uns gemeinsam zu machen. Denn das methodische Vorgehen wäre durchaus vergleichbar. Die Auseinandersetzung mit der Rolle als Angehörige, wie erlebe ich sie, welche Erfahrungen kann ich an andere weitergeben? Und zum Beispiel, wie verhalte ich mich in der Beratung mit Angehörigen, die trotz vergleichbarer Lebenssituation von völlig anders handeln wollen. Also das wäre ein großes Anliegen von uns, hier mal Partner zu finden und eine solche Weiterbildung aufzulegen. Ja, das war jetzt so ein ganz kurzer Ritt durch das Peer Counseling. Es gibt eine ganze Reihe Literatur. Wir haben auf unserer Webseite vor allem deutsche, aber auch englischsprachige Literatur. Wir haben auf der Webseite die Hausarbeiten aller Peer-Counseling-Weiterbildungsabsolventen mit einer großen Themenvielfalt. Sie haben dort die Möglichkeit, die Peer-Counselerinnen direkt zu kontaktieren, wenn Sie die vielleicht mal für eine eigene Veranstaltung einladen wollen. Ja, vielleicht soweit erstmal. Super, klasse. Vielen, vielen Dank, Frau Fiebig. Ich bin ja selber Peer-Counselerin und freue mich jedes Mal, wenn es so klar und deutlich auch dargelegt wird. Nein. Wie Sie sagen, dieses Peer-Counseling ist im Moment doch auch ein Begriff, der mir ein bisschen sehr weit und überall verwendet wird. Und deswegen toll, dass Sie da so die wichtigen Punkte so rausarbeiten. Danke. Gibt es denn noch Fragen dazu? Habe nur ich keinen Ton, oder? Nee, jeder hat einen Ton, aber der Vortrag war so gut, dass es, das sind quasi 10 Punkte von 10, wenn es keine Fragen gibt. Also ich hätte tatsächlich noch eine kleine Frage. Wie sieht denn das aus? Hat sich das inzwischen verbessert, dass das Peer-Counseling auch wahrgenommen wird, also egal, in Kliniken zum Beispiel, als wichtige Beratung? Und nicht als Konkurrenz zu den Fachkräfteberatungen? Also Konkurrenz ist ein großes Thema, übrigens auch im Rahmen der einzelnen Beratungsstellen der EUTB.
In den Kliniken ist es so, dass da die größten Chancen bestehen, wenn die Kliniken selber sowas initiieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn man das von außen versucht hineinzutragen, dann ist dieser Konkurrenzgedanke sehr stark. Dann wird es oft so verstanden, als würde man sagen, ihr macht eine schlechte Arbeit. Und es gibt also zum Beispiel über die deutsche gesetzliche Unfallversicherung mehrere, die haben Pilotprojekte gemacht, die sie jetzt auch teilweise schon in die Regel überführt haben, in das Regelangebot überführt haben. Und mit denen sind wir auch im regelmäßigen Austausch. Und wenn wir die Möglichkeit haben, sie da zu unterstützen, dann tun wir das auch. Wir haben auch Veranstaltungen für die DGUV gemacht zum Thema Peer Counseling und die haben einfach festgestellt, dass die Beratung auch in den Kliniken durchaus sehr, sehr positive Effekte hat. Und das bekannteste Beispiel ist, glaube ich, im Bereich der Amputationen. Da ist es am weitesten. Aber es gibt auch im Bereich von Kliniken für Querschnitt durchaus Erfahrungen. Aber da ist natürlich wie immer viel Luft nach oben. Aber das Wichtigste ist, dass es von den Betreibern der Kliniken oder von den Verantwortlichen dort eigentlich die Initiative ausgeht. Sonst hat man sehr, sehr große Schwierigkeiten, in die Häuser reinzukommen. Okay. Ja? Jetzt hätte ich doch eine Frage. Ja? Und zwar, wir sind ja alle ziemlich in den GKV-IPRIG-Denkstrukturen gerade eingetaucht und das beschäftigt uns ja an allen Ecken und Enden und unter anderem ist ja gefordert, Assessments zu machen und wir haben uns in unseren Arbeitsgruppen immer die Frage gestellt, wer berät denn da wirklich neutral oder möglichst neutral? Könnte es eine Idee sein, zu sagen, dass man über das Peer Counseling vielleicht genau diese Rolle vergibt und sagt, okay, wenn wir eben solche Überleitungsgespräche mit Betroffenen führen, wo Ärzte, wo Pflegedienstbetreiber, wo medizintechnische Unternehmen und was auch immer zusammensitzt, dass man ihm jemanden aus so einer Organisation eben zur Seite stellt, wäre das eine Idee, wäre das eine Möglichkeit? Ja, also diese Organisation, also wichtig ist, dass der oder die Peer Counselor, die solche Beratung machen, die müssen irgendwo angebunden sein. Ne? Also praktisch eine Institution oder einen Verband vertreten. Und wenn diese Institution oder Verband keine Aktien in diesem Gefüge hat, also weder irgendwas verkaufen will, noch einen Dienstleistungsauftrag an Land ziehen will, sondern wenn sie nur den Ratsuchenden verpflichtet ist, dann hätte man eine solche neutrale Institution. Und wenn man dann natürlich noch das Peer Counseling einsetzen kann, wo es um ein Rollenvorbild geht und um eine ähnliche Betroffenheit, dann würde man sicherlich da ganz gute Ergebnisse erzielen. Also wovon ich abrate, ist, dass man einfach jemanden mit Behinderung nimmt und sagt, jetzt red doch mal mit dem. Ja? Nee, das meinte ich nicht. Also genau. Ich meinte schon, genauso wie Sie. Es geht um eine institutionelle Anbindung und die muss dann mit ins Boot geholt werden. Und wenn diese Institution keine Interessen in dem Gefüge hat, wäre das sicherlich eine gute Gelegenheit. Ja, genau so meinte ich es. Also professionell, aber eben erwiesenerweise neutral. Genau. Die Frau Otto meldet sich schon seit ein Weilchen. Ja, also ich habe mir eben nicht getraut, aber ich bin beatmet und würde das auch machen, vielleicht. In der einen Klinik, wo ich mal gefragt hatte, dann durften die das nicht entscheiden und sonst bräuchte ich erstmal eine Fortbildung zu dem Thema. Ja, es gibt leider zu wenig Fortbildungen. Also wir haben immer so viele Bewerbungen, dass wir teilweise immer wieder Bewerberinnen vor uns herschieben und dann kommt die nächste Ausschreibung und dann sind eigentlich schon die Hälfte wieder durch diejenigen, die wir nicht berücksichtigen könnten. Es wäre wirklich schön, wenn es
wenn es mehr Weiterbildungen geben wird, da sind wir auch gar nicht eifersüchtig, weil es gibt einfach so ein großes Interesse. Aber wichtig ist eben, dass bestimmte Qualitätskriterien eingehalten werden, und darüber würden wir uns auch gerne mit anderen Anbietern verständigen. Wovon wir eher abraten ist, wir finden so Peer Counseling Einführungswochenenden finden wir sehr sinnvoll, um sich erstmal damit vertraut zu machen. Aber sowohl die Auseinandersetzung mit der eigenen Erfahrung ist extrem wichtig, aber eben auch die Beratungsmethoden anwenden zu können, ist entscheidend. Und das kann man nicht in einem Einführungsworkshop oder in einem Einführungswochenende machen. Und insofern, wir wären da sehr, sehr dankbar, wenn es mehr gäbe, die auch solche Weiterbildungen anbieten. Aber Weiterbildung ist wirklich wichtig, weil dass man von den Problemen anderer Menschen nicht verschlungen wird, ne? Dass man also eine gewisse professionelle Haltung haben kann und dann auch tatsächlich auf gleicher Augenhöhe miteinander umgehen kann. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle mindestens so einen kleinen Überblick gekriegt, was es bedeutet. Und wie viel Arbeit da auch noch drin steckt in der Zukunft. Sehr schön, wenn dann keine weiteren Fragen sind, würde ich sagen, machen wir mit unserem dritten Block weiter. Scham in der Pflege. Christoph, darf ich dir das Wort dann übergeben? Liebe Maria, Christina, sehr gerne. Und ich an dieser Stelle vielen Dank, dass du dieses sensible Thema hier in unseren Talk mit aufnimmst. Du wirst über Scham in der Pflege in deiner Alltags- und Pflegesituation mit 24-Stunden-Assistenz sprechen. Und es ist eigentlich ein guter Abschluss, wenn man sich überlegt, wie wir gestartet haben in dem Talk mit Toiletten für alle. Ich habe ein paar Fragen und lass dir dann einfach den Raum, darauf zu antworten. Und zwar vielleicht als erstes mal, was ergibt sich hieraus aus diesem Thema Scham für eine Problematik bei dir persönlich, aber auch im Bezug auf deine Pflegekräfte, die um dich rum sind? Vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ja, also mir war dieses Thema deswegen wichtig, weil wir ja alle als Menschen, die in irgendeiner Form Assistenz bekommen, diese Assistenz oft ja in Bereichen bekommen, die irgendwie mit Scham verbunden sind. Also ich habe eine 24-Stunden-Pflege, das heißt, bei mir sind es Krankenschwestern, die sich täglich mich begleiten, aber es gibt ja auch Formen der Assistenz, wo Laienkräfte arbeiten. Also es geht ja auch um einfach so die alltäglichen Handreichungen, die manche Menschen eben nicht selber tun können und darum bitten müssen, dass jemand anders diese Dinge für sie tut. Und alleine aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, egal was das eben für eine Person ist, die einmal ist ja ein Abhängigkeitsverhältnis, entstehen natürlich Schamgefühle. Und meine Frage ist immer so, das ist, glaube ich, was ganz Natürliches, was auch Menschen kennen, die keine Assistenz haben. Also, wenn man mal irgendwo um Hilfe bitten muss, das tut man ja nicht immer unbedingt gerne. Und die Frage ist dann immer, inwieweit muss das Scham besetzt sein? Inwieweit ist diese Scham auch gut und gehört einfach dazu und schützt uns auch? Und wo ist eine Grenze, wo man auch sagen muss, okay, die ist vielleicht überflüssig oder die muss ich überwinden, lernen, einfach um mit der Situation zurechtzukommen? Und das finde ich an dieser Thematik so spannend. Weil das Thema Scham ist uns ja allen bekannt. Und ja, also es gibt diese ganz, für mich ganz klaren Situationen. Das sind die Situationen der Intimpflege, alles was Blase, Darmmanagement, diese Sachen betrifft. Jeder andere sagt, ich gehe mal kurz auf die Toilette. Viele Menschen haben sogar ja Schwierigkeiten, das auszusprechen, sondern die verschwinden nur mal irgendwo. Und wir müssen einfach darüber sprechen, weil wir darauf angewiesen sind, dass andere Menschen uns dabei unterstützen. Und jeder kennt das,
wenn dann jemand neu ist in der Pflege, dann tut man sich schwer und dann ist es irgendwie komisch und dann lernt man denjenigen kennen und irgendwann wird es selbstverständlich und es muss selbstverständlich werden, weil ich kann mir ja nicht fünfmal am Tag Gedanken darüber machen, ob ich mich jetzt schäme oder nicht, dass irgendwas ganz Natürliches passieren muss. Aber auf der anderen Seite schützt mich diese Scham natürlich auch so ein bisschen. Ich stelle bei mir fest, ich mache das jetzt 27 Jahre, dass die Scham nach wie vor bis zu einem gewissen Grad da ist. Aber das ist natürlich schon ein bisschen anders geworden. Also wenn ich heutzutage jemand darum bitte, komm, ich muss mal auf die Toilette, dann gehört das für mich dazu. Wenn allerdings mal was schief gegangen ist, und das passiert natürlich auch mal, das heißt, wenn mein Rollstuhl nass ist, die Blase beschlossen hat, heute macht ihr das von selber, dann ist mir das trotzdem unangenehm. Und dann freut es mich, wenn meine Assistentin mir sagt, du, kein Problem, ist doch normal, passiert überhaupt nichts. Und das ist so dieser Umgang damit, dass man das nicht kleinredet, also nicht versucht so zu tun, als wäre da nichts, sondern das wahrnimmt und ernst nimmt und auch die Scham wahrnimmt, aber ja, einfach respektiert und sagt, du, deswegen keine Sorge, alles gut. Und so habe ich das auch erlebt in Situationen, die vielleicht weniger als alltäglich sind, weil zu Hause ist immer alles irgendwie machbar. Aber es passiert einem Querschnittgelähmten wie mir ja auch mal, dass man irgendwo im Café sitzt und dann bezahlt und gehen will und vom Tisch wegfährt und plötzlich sieht, oh, unterm Tisch ist eine Pfütze. Ja, was mache ich dann? Und auch dann hat mir die Erfahrung gezeigt, dass es meistens das Beste ist, dann die Bedienung zu rufen und sagen, ey, passen Sie mal auf, es tut mir wahnsinnig leid. Leider habe ich das nicht im Griff, da ist was passiert, gucken Sie doch mal. Und meistens ist das mit einer freundlichen Geste sofort erledigt. Selten ist es ein Problem und trotzdem ist es ja korrekt, wenn man dann so ein bisschen das Gefühl hat, naja, also ganz angenehm ist mir das natürlich nicht. Ist ja wahrscheinlich auch eine gesellschaftliche, auch eine kulturelle Frage, diesen Umgang mit Scham. Ich habe vor 2 Tagen ein langes Gespräch mit einer Gruppe Menschen gehabt, wo wir lange über das Thema Scham in der Pflege diskutiert haben und uns überlegt haben. Und ich habe die Frage aufgemacht, ob es da nicht so 2 Formen der Scham gibt. Also Scham an sich, dass man halt einfach schüchtern ist, zurückhaltend, sich eh nicht traut. Also nicht so wie ich immer der Erste war, der den Mund aufgemacht hat, sondern vielleicht jemand ist, der erstmal eine halbe Stunde braucht, bis er was sagt. Also eher eine charakterliche, eine Persönlichkeitssituation oder Struktur, die man selber hat. Und dann gibt es natürlich dieses Thema Intimsphäre, Sexualität, etwas, was ja, was ganz Persönliches ist und was du in deiner Situation ja sehr offen kommunizieren musst. Also du musst eigentlich beide Schamgefühle überwinden oder, was heißt überwinden, Regeln für dich, eine Form des Umgangs damit finden, damit du ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen kannst. Vielleicht kannst du dazu zu diesen 2 Themen was sagen. Ja, genau. Das ist genau das, was mir immer durch den Kopf geht. Diese eine Scham ist natürlich immer verbunden mit irgendwie gesellschaftlichen Tabuthemen. Also Themen, in der egal behinderte Menschen, nicht behinderte Menschen, egal wer eh schon nicht so, man nicht so drüber spricht, eben Sexualität, Toilettengang, solche Dinge. Und da ist es natürlich was anderes in so einer Form wie jetzt hier heute darüber zu sprechen und sagt, okay, das Thema ist heute einfach dran. Das hat vermutlich wenig damit zu tun, mit dem ich jetzt ganz persönlich mit meinen Pflegekräften mit diesem Thema umgehen kann. Also da bin ich auch nicht so offen, wie ich jetzt hier sein kann. Und da muss ich mich auch sehr viel mehr jedes Mal überwinden und sagen, so, jetzt, du kommst um dieses Thema nicht drum rum, also sprich das heute an. Und dann bereite ich mich auch sehr gut auf dieses Thema vor und sage der neuen Pflegekraft, du pass mal auf, wir müssen heute noch mal ein paar Dinge besprechen. Und zwar sowohl für mich, dass ich da mich geschützt fühle und gut und sicher, auch sicher fühle. Das muss ja auch, muss mich auch verlassen können auf die Menschen. Aber natürlich auch andersrum. Also der mich pflegt, ist ja auch an einer gewissen Schamgrenze. Ich habe auch
Bei mir im Team, ich bin 45, mein 46 inzwischen, habe bei mir auch einen Ende 20-jährigen jungen muslimischen Mann. Und da war für mich auch im ersten Moment die Frage, funktioniert das oder nicht? Und wenn man dann da ganz offen drüber sprechen kann, kann man das gemeinsam gucken, okay, ist die Grenze zu hoch oder ist die, ja, oder können wir es irgendwie gemeinsam hinkriegen? Und das finde ich, wie gesagt, die einfachere Seite. So diese ganz persönlichen Dinge, bin ich bereit, bin ich offen? Das ist natürlich wesentlich schwieriger. Weil ich meine, man hat seine Grenzen und ich glaube auch nicht, dass es immer sinnvoll ist, dass man diese Grenzen verschiebt. Also da habe ich mich im Vorgespräch mit Dina Radke auch noch mal kurz drüber besprochen, so inwieweit muss man manchmal natürlich auch sagen, es müssen Dinge erledigt werden, ja, aber ich muss ja deswegen nicht Dinge tun, die mir persönlich zuwider sind oder mich total irgendwie, die einfach nicht meins sind. Also das ist auch ganz wichtig, gerade in einer abhängigen Situation, wie wir sie haben, dass man seine Grenzen auch wahrnimmt und auch durchsetzt. Und das hat für mich was mit Menschenwürde und mit Menschenrechten auch tatsächlich zu tun. Auch wenn ich Hilfe brauche, habe ich doch das Recht darauf, dann zu sagen, okay, das hätte ich auch so ganz, wie du sagtest vorhin, man sollte sich mal hinlegen an den Baum und an den Baum pinkeln, einen hohen Bogen, was gucken, was die Menschen dazu sagen würden. Da hätte ich auch manchmal Lust, aber in dem Moment muss ich natürlich auch denken, halt, Moment, auch ich habe ein Recht auf meine Diskretion. Ich habe bei mir zum Beispiel, meine Blase wird durch einen Dauerkatheter geleert. Das heißt, ich habe unter der Hose einen Urinbeutel, der ab und zu geleert werden muss. Und wenn dann die Toiletten so weit weg sind, ist man schon manchmal verführt, an den Baum zu gehen und zu sagen, ey, lass mal einfach rauslaufen, fertig. Und das habe ich, als ich jünger war, öfters mal gemacht, weil ich dann genervt war und ich will nicht warten und ach, und keine Lust, heute mache ich das nicht mehr, weil ich genauso denke, nee, auch das, ich mag das nicht, wenn das ein Mann macht, bloß weil es praktisch und schnell ist, das ist kein Argument. Doch, für mich ist das irgendwie Schutz meiner eigenen Würde und das muss man aufpassen, dass man, wenn man in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist, dass man diesen Schutz der eigenen Würde nicht vergisst und verlernt und auf das praktische, schnelle ausweicht. Ja, also ich wäre, glaube ich, ganz fürchterlich unterwegs, weil ich natürlich provozieren und Konflikte hervorrufen würde, wo es nur geht. Oder aber es, und ich bin ja so in die Pflege gekommen über Assistenz einer Person, die schwer behindert war. Und wir haben sehr lustige Situationen auch erlebt, die für einen, sage ich jetzt mal, nicht behinderten Menschen wahrscheinlich höchst beschämend war, oder Bären. Also ich erinnere mich, dass er war spastisch gelähmt, ein schwerer Spastiker. Und wir sind immer in die Kantine von der großen Versicherung hier in München, in die Betriebskantine, durften wir immer kostenlos essen. Und jedes Mal, wenn es Nachspeise gab, Joghurt oder Quark, hat er immer zu mir gesagt, Christoph, bitte jetzt keine Witze am Essen, weil das immer dazu geführt hat, dass wenn ich ihm den Löffel vor den Mund gehalten hat und er losgelacht hat, dass die gegenüberliegenden Personen von oben bis unten mit Joghurt gesprayt waren. Und wir haben sehr viel versucht, die vorhandene Scham und diese Situation über Humor zu überspielen. Oder auch über wirkliche Provokation. Wie, du hast ja dein Pflegeteam. Klar, das spielt sich ein. Da ist das irgendwann eine Routine, wo man seine, sag ich jetzt mal, seine Abläufe kennt. Aber wenn ihr unterwegs seid, also jetzt gerade in Corona seid ihr wahrscheinlich extrem wenig unterwegs, wenn überhaupt. Aber du flitzt sonst immer auf allen Kongressen und dergleichen rum. Wie habt ihr da eine Strategie oder machst du das situativ? Kannst du jemanden, der jetzt hier zuhört oder später das Video anguckt, einen Tipp geben, wie man mit, sag ich mal, diesen sich schämen Situationen umgehen kann? Ja, schon. Also ich, gerade wenn ich unterwegs bin, genau das ist ja im Grunde immer der wunde Punkt, haben wir schon so Strategien? Also es ist
auch ich mache das, dieses Provozieren ganz bewusst, aber dann muss man sich da bewusst drauf einlassen und das muss man eben mit seinen Assistenten gut absprechen, dass das funktioniert. Also wir haben so Zeichen von wegen, komm, wir gehen mal gemeinsam darüber hinters Eck, dann fragt mich keiner von meinen Leuten, was willst du da mit mir machen? Sondern die wissen dann schon, wenn ich das so sage, dann will ich meine Ruhe haben und dann gehen wir irgendwo ganz diskret hin und fertig. Und dann erkläre ich dann, was ich brauche, was Sache ist, ob es was auch immer ist. Und das finde ich für mich wichtig, dass das funktioniert. Dass wenn ich dieses Zeichen gebe, ich brauche dich jetzt für was, was ich nicht vor anderen aufbreiten will, dass derjenige das Zeichen dann versteht. Und wenn ich auch mal quergebürstet bin, dass derjenige dann auch mitzieht und sagt, Mensch, komm, jetzt könnt ihr mal hergucken und blöd gucken, wenn euch das interessiert, dann kommt her und fragt nach. Das machen wir dann auch. Aber das muss eben im Zusammenspiel gut funktionieren. Und man ist ja auch nicht immer so persönlich gefestigt, dass man das immer aushält. Wenn einen eben alle angucken, weil der Joghurt überall übers Hemd gespritzt ist. Manchmal kann man das sehr gut und manchmal kann man das eben nicht. Und manchmal versteht man das als Aufforderung für die anderen, denkt man drüber nach. Und manchmal fühlt man sich durch so eine Situation irgendwie erniedrigt. Und das muss man, finde ich, ganz, ganz gut für sich selber herausfinden, dass man sich da nicht zu sehr präsentiert, sondern eben nur bis dahin, wo die eigene Kraft reicht. Und sich auch nicht von anderen Menschen in so Situationen bringen lässt. Also ich hatte auch mal einen jungen Krankenpfleger, scheint sehr männlich zu sein, in meinem Team, der auch gerne mit mir provoziert hat und der dann manchmal über mein Kräftevermögen rausgegangen ist. Es war ihm aber gar nicht bewusst und dann habe ich das zu Hause auch mal angesprochen und gesagt, du, bitte, ich weiß, dass du das nicht böse meinst und ich weiß, dass du das lustig findest. Ich finde es nicht lustig. Und damit war das eine klare Sache und dann ist das auch nicht mehr wieder passiert. Ja, das ist ein guter Hinweis, weil ich glaube, dieses gerade für jemanden, der so rund um die Uhr abhängig ist von Assistenz, wie du es bist, ist natürlich das ein, muss man da sehr viel Feingefühl und sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Vielleicht kannst du für unsere Zuschauerinnen mal erklären, wie deine Pflegesituation ist. Hast du einen Pflegedienst, der dich versorgt oder suchst du dir deine Pflegekräfte selber aus? Vielleicht kannst du da mal was dazu sagen. Ja, beides. Also ich habe einen privaten Pflegedienst tatsächlich, der also die Organisation meiner Pflege macht und ein relativ sehr festes Team an Pflegekräften. Aber wie in jedem Team fällt natürlich auch mal jemand weg und dann kommt jemand Neues. Den sucht der Pflegedienst natürlich als erstes aus, das Prinzip eines Pflegedienstes, aber danach kommt derjenige zu mir und stellt sich bei mir vor und meistens passt es schon relativ gut, weil die Chefin mich natürlich seit einer Weile schon auch ganz gut kennt. Aber es gibt eben doch Situationen und das sind gerade diese Situationen, die irgendwie mit Scham verbunden sind, wo ich sage, okay, das kriege ich mit der Person nicht hin. Und da ist es eben für mich Voraussetzung, deswegen bin ich trotzdem bei einem privaten Pflegedienst, dass ich ohne Begründung und ohne, ach, könntest du nicht doch mal probieren, dann sagen kann, nein, das passt einfach menschlich nicht, ohne den anderen herabzuwerten oder nichts. Der mag sehr qualifiziert und gut sein, aber nicht bei mir. Und deswegen funktioniert das dann auch gut. Und dann kommt eine gewisse der Einarbeitung, die ein bisschen flexibel von der Länge ist. Manche schaffen es in 2 Tagen und andere brauchen 5 Tage, wo sie in Begleitung einer Kraft, die schon lange bei mir ist, einfach mitarbeiten. Und auch da versuche ich, die Menschen so ein bisschen langsam an die verschiedenen Themen ranzuführen. Also es ist eine Sache, sich gemeinsam ans Atemgerät zu setzen und zu erklären, welcher Knopf für was funktioniert. Das kann man alles lernen. Wie gesagt, der eine schneller, der andere langsamer. Aber so genau diese sensibleren Themen kennenzulernen, merke ich, dass es oft bis zu einem halben Jahr dauert, bis das funktioniert. Also dass sowohl meine Assistenzperson
mich so gut kennt, gewisse Dinge auch zu spüren und zu sehen. Und auch andersrum, ich den anderen auch kenne, wo muss ich ein bisschen mehr helfen und wo funktioniert das von selber. Also, das muss das ja dann schon fast nonverbal telepathisch passieren, wenn es dann richtig gut sein soll. Die Frau Otto hat sich hat die Hand gehoben. Sie wollten was fragen, glaube ich. Also ich finde das Thema auf jeden Fall spannend und ich bin ja jetzt 22 und es ist schon manchmal schwierig oder wenn man dann neue Assistentinnen hat, wenn die dann erst sagen, ja, dann gehe alleine aufs Klo und ich dann sagen muss, nein, ich gehe nicht alleine aufs Klo oder mitten in der Bahn oder so, das ist schon schwierig. Das muss man dann alles vorher irgendwie planen. Und die Ronny-App, die Wheel-Map zum Beispiel, ist auch wichtig. Da versuche ich auch alles einzutragen, wenn sie sich dann nicht aufhängt. Aber da kann man leider keine Kommentare mehr hinschreiben, das ging nicht. Mhm. Ja, also das ist, denke ich, das, was so zentral ist. Diese, einfach, dass man die Sachen gut plant und abspricht und aber sich trotzdem auch die Freiheit, alles, was man gut planen kann, ist super. Aber jeder Plan geht auch mal schief. Und dass man dann auch einfach offen bleibt und sagt, okay, also das ist jetzt zwar unangenehm, aber es ist kein Weltuntergang. Stelle ich meinen Plan um und mache das irgendwie anders. Also auch da, finde ich, muss man sich selber immer wieder ganz bewusst sagen, okay, wie gesagt, jeder Plan kann mal schief gehen und die Toilette, die ich mir vorher rausgesucht habe, um das Beispiel beizubehalten, ist jetzt halt heute abgeschlossen oder kaputt oder sonst irgendwas. Und jetzt muss ich eine andere Lösung finden. Weil man sich da auch immer wieder so selber stärkt, dass man deswegen nicht aufgeben darf, Dinge zu tun, nur weil man sich schämt. Das finde ich so was ganz, ganz, ganz Wichtiges und Essentielles. So stark ja. Lassen, seine Scham nie werden. Dass man dann sich selber irgendwie Dinge nicht mehr tut. Auf gar keinen Fall. Und ich finde, ihr müsst generell schon so stark sein, um euer tägliches Leben selbstbestimmen zu können, dass man schon auch von der Gesellschaft verlangen darf, sich auch ein bisschen anzustrengen. Und auch das Schamgefühl, und da schließt sich ja der Bogen, also über den Toilettengang, bis der natürlich, also mir sind diese Bilder negativ eindrucksvoll im Kopf jetzt geblieben, dass man da am Boden liegen muss, um sich dort pflegen zu lassen, bis hin zu einer diskreten Form der Pflege. Da können wir uns, glaube ich, als diejenigen, die so ein unbeschwertes Leben leben können, durchaus auch eine Scheibe abschneiden und sagen, okay, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das eben normal ist. So wie es ja auch normal sein sollte, der Dame die Tür aufzuhalten. Zumindest bin ich so erzogen. Maria Christina, ich würde gerne hier zum Ende kommen. Nicht, weil ich das Thema jetzt zu Ende besprochen sehe, sondern weil wir direkt im Anschluss ja die nächste Technikprobe und dann den nächsten Talk um 17 Uhr haben, wo du ja auch schon wieder zu sehen sein wirst. Und würde die Überleitung gerne der Maria Panzer geben, damit sie nochmal zu Wort kommt und möchte mich an dieser Stelle bei allen Online-Talkerinnen und an unserem tollen Publikum bedanken für diese super Session. Und Maria, an dich ist das Wort. Mhm. Ich wollte mich natürlich dem Dank anschließen. Das war wieder ein sehr spannender Talk. Zum letzten Thema hätte ich noch den Hinweis, dass es zum Thema Scham in der Pflege beim Zentrum für Qualität in der Pflege einen Ratgeber gibt, der vielleicht, den kann man sich dort auch runterladen, der vielleicht da auch noch neue Erkenntnisse bringt. Ansonsten ja, möchte ich auf den nächsten Talk hinweisen zum Thema Querschnittlähmung um 17 Uhr.
und dann schon wieder auf unsere Talks in der nächsten Woche, die auch wieder sehr spannend werden dürften. Einmal geht es um das Thema Covid, Herausforderungen für die persönliche Assistenz. Da gibt es sogar zuerst ein Quiz. Die Referenten sind die Frau Professor Astrid Herold-Majumda und ein Tropenmediziner, Herr Christian Janke. Und in der Session danach, das ist dann eine Diskussionsrunde zum GKV IPREC. Ja, und damit möchte ich mich jetzt auch für heute verabschieden und vielen Dank. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Talk schon wieder. Tschüss. Ciao.